Servus Leute, der Jörg Klaus bin ich. Heute möchte ich euch mal zu diesem Kurzvideo hier begrüßen. Ich möchte euch einfach mal was zeigen. Ich habe ja schon mal im Wald übernachtet, weil ich gesagt habe, mir war es zu viel. Jetzt bin ich hier auf meinem Balkon. Ja, der Feierabendverkehr rollt. Ah, und was ist? Die Tunnel sind gesperrt übers Wochenende, weil irgend so ein Computerprogramm nicht funktioniert oder Computerteil. So. Jetzt rollt der Verkehr hier vorne dran vorbei. Ja, da staut es gerade das Wasser am Grundach immer. Das ist Feierabendverkehr. Rauschen die Autos durch, die LKWs rauschen durch. Das Problem ist, da vorne ist die Schranke. Ne? Also da ist eine Schranke, da vorne ist eine Schranke. Ja? Und die Schranke ist immer zur vollen Stunde, geht die zweimal zu. Einmal fahren nach Pirmasens hinaus, einmal fahren nach Landach hinaus. Ja? Dann ist da vorne noch mal die Ampel. Ja, da raus, guck da, LKWs sollten eigentlich also rumfahren, machen sie auch nicht. Also, ja, das ist auch schön, alte Maschine. Ich sag, vorne ist die Ampel und die war natürlich auch rot. Dann müssen die Autos anhalten. Und dann staut das bis raus an Weiler Ost. Sogar noch weiter. Ja, hab mir da jetzt keine Aufnahme gemacht. Aber genau das ist das, was dann eben auf die Nerven geht. Jetzt haben wir das volle Wochenende. Ja, das ist natürlich die Sache. Das ganze Wochenende ist zu, sind zu gesperrt. Jetzt hast du es dann auch das ganze Wochenende. So geht's den ganzen Tag. Ich denke heute Abend wird es wieder ruhiger werden. Aber alle zu 100%. Können wir uns wieder auf ein schlafloses Wochenende einstellen. Jetzt kann man das schön sehen. Hier staut sich der Verkehr. Ja, hier sehen wir eine ganze Reihe bis da vorne hier staut sich. Weil da vorne die Schranke zu ist. Ja, das habe ich ja vorhin gemeint. Ist die Schranke zu, jetzt staut sich. Das sind alles Leute, die wahrscheinlich durch die Tunnel gefahren wären. Verkehrschaos das ganze Wochenende. Dankeschön. Jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie das ist, da direkt an der Hauptstraße zu wohnen, wenn die Tunnels gesperrt sind. Extrem nervig. Ja, da müsst ihr mal alles aufs Fenster zumachen. Ja. Aber okay, so ist es halt. In dem Sinne, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick mal gekriegt, warum ich gesagt habe das letzte Mal, dass ich raus möchte. Also, in dem Sinne, schönes Wochenende euch. Tschüss.